Willkommen zur Hessenschau. Ich freue mich, dass Sie auch heute wieder bei uns sind. Ja, weniger Grund zur Freude hatten vor allem Naturschützer. Im Reinhardswald sollen 18 Windräder gebaut werden. Es ist das bisher größte Windparkprojekt in Hessen, allerdings auch ein umstrittenes. Ja, und diese wiederverwertbaren Pizzakartons wollen der riesigen Flut an Verpackungsmüll den Kampf ansagen. Wofür gibt Hessen dieses Jahr sein Geld aus? Also wie viel Geld will das Land wo reinstecken? Genau darüber, über den Haushalt, wurde heute im Landtag diskutiert. Insgesamt 33,5 Milliarden will die Landesregierung ausgeben. Das sind 2,1 Milliarden mehr, als das Land einnimmt. Ja, und dieses Minus wird finanziert, teilweise durch neue Schulden, teilweise aus Rücklagen, also quasi aus Erspartem. 11,7 Milliarden gehen an Beamte und Angestellte. Schulen und Unis bekommen 7,8 Milliarden. An Städte und Kommunen sollen 6,5 Milliarden gehen. Und für die Corona-Maßnahmen sind 2,3 Milliarden geplant. Ja, so sieht also der etwas verspätete Plan von Finanzminister Michael Boddenberg für dieses Jahr aus, den er heute im Landtag präsentiert hat. Ja, und den hat er trotz heftiger Kritik der Opposition mindestens genauso heftig verteidigt. Das ist Ihre Sicht der Dinge, weil Sie, ich sag das jetzt wirklich mal platt, keine Ahnung haben. Ja, mit Corona-Leugnern muss man doch über solche Dinge nicht reden, das weiß ich. Das ist nicht das Niveau, auf das ich mich heute begeben möchte. Energisch gibt sich der Finanzminister und kämpferisch bei der Verteidigung seines Haushalts für Hessen für das laufende Jahr. Den musste Michael Boddenberg noch mal ordentlich umbauen nach der Schlappe vor dem Staatsgerichtshof, der das kreditfinanzierte Corona-Sondervermögen der Regierung kassiert hat. Trotzdem war der Fonds bei der heutigen Debatte in Wiesbaden immer noch Thema. Mit dem Änderungsantrag der Regierungsfraktion zum Haushaltsgesetz, Drucksache 20-7144, der heute beschlossen wird, wird das schwarz-grüne Sondervermögen aufgelöst. Das ist ein guter Tag für den Parlamentarismus in Hessen und ein Eingeständnis des Scheiterns dieser Landesregierung. Inzwischen steht der neue Finanzplan für 2022, den der Landtag heute verabschiedet. Natürlich nicht ohne Kritik der Opposition. Die AfD etwa stört sich daran, dass wegen der Pandemie erneut mehr Schulden gemacht werden, als es die Verfassung eigentlich zulässt. Nach unserer Einschätzung liegen die Voraussetzungen für die Feststellung einer neuerlichen Ausnahmesituation als Bedingung für die Aussetzung der Schuldenbremse nicht vor. Wir haben berechtigte Zweifel, ob das Vorgehen der Landesregierung einer verfassungsgerichtlichen Überprüfung standhalten würde. Die Linke hingegen freut sich über das Aussetzen der Schuldenbremse, würde aber gerne noch viel mehr Geld in die Hand nehmen. Es verschärft sich die Mietenkrise, es stocken Energie- und Verkehrswende, es mangelt an Personal in der Pflege, es gibt einen Investitionsstau in der öffentlichen Infrastruktur, in Krankenhäusern, Schulen und auch bei bezahlbaren Wohnungen. Die FDP hätte auf der Ausgabenseite lieber den Rotstift angesetzt und zeigt sich enttäuscht über die Schwerpunkte des schwarz-grünen Haushalts. Sie hatten die Chance, wichtige Schritte, erste Schritte für eine Modernisierung des Staates anzugehen. Was machen Sie stattdessen? Sie konzentrieren sich auf grüne Prestigeprojekte und versuchen vor allem, die Ministerien weiter aufzublähen. Und so werden wir vor allen Dingen nicht die großen Herausforderungen für Hessen in und durch die Corona-Pandemie bewältigen. Gegen die Oppositionsattacken verteidigt der Finanzminister seine Kernthemen Sicherheit, Digitalisierung, Klimaschutz und die Pandemie und lässt bei aller Kampfeslust auch den Stress seit der Niederlage vor Gericht durchblicken. Und dass das gelungen ist, hat nicht nur mit den Mitarbeitern, mit der streitigen und manchmal sehr streitigen Debatte hier im Landtag zu tun, sondern, das will ich auch mal sagen abschließend, mit den beiden Regierungsfraktionen von CDU und Grünen. Das war für mich und uns immer wieder mal sehr anstrengend, hat trotzdem Spaß gemacht und ich glaube, wir haben es gemeinsam zu einem guten Ende geführt. Herzlichen Dank. Das lange und zähe Ringen um den Haushalt 2022 hat für den Landtag nun ein Ende. Zumindest Minister Boddenberg wird darüber sicher nicht unglücklich sein. Ja, ein anderes Thema heute waren auch erneuerbare Energien. Strom aus Windkraft, also aus solchen Windrädern, sind ja ganz im Sinne des Klimaschutzes. Wir wollen ja auch mehr auf diese erneuerbaren Energien setzen. Allerdings gibt's auch oft Widerstand, wenn es darum geht, dass welche gebaut werden. Wie im Reinhardswald in Nordhessen. Das Projekt ist seit Jahren geplant und aus der gewonnenen Energie könnten 75.000 Haushalte mit Strom versorgt werden.
Doch Naturschützer und Anwohner sind dagegen, wollten den Bau verhindern, allerdings ohne Erfolg. Jetzt wurde der Windpark genehmigt. Hier sollen sie hin, mitten in den Reinhardswald, dem größten zusammenhängenden Waldgebiet in Hessen. Die nun erteilte Genehmigung erlaubt 18 Windkraftanlagen, jeweils über 240 Meter hoch. Somit ist es das bisher größte in Hessen beantragte Windkraftanlagenprojekt. Naturschützer und Anwohner wollen es schon lange stoppen. In den letzten Tagen wurde schon gemunkelt, aber heute Morgen, wo es dann tatsächlich die Genehmigung in der Pressemitteilung vom RP auf dem Tisch lag, war das natürlich auch erstmal ein Schlag, klar. Na, wir kämpfen jetzt seit ungefähr 10 Jahren erfolgreich bislang gegen diesen Windpark. Die Mitglieder der Bürgerinitiativen fürchten unter anderem ein Ende des Naturtourismus im Reinhardswald. Elke Schulten richtet gerade Ferienwohnungen im kleinen Ort Gotzbüren ein. Beim Blick aus dem Fenster will sie künftig keine Windräder am Horizont sehen. Sie ist sauer, dass die aber jetzt genehmigt wurden. Weiterer Kritikpunkt ist auch der Artenschutz, der eben halt mit Füßen getreten wird. Wir haben hier den Schwarzstorch, den Rotmilan, Schwarzmilan, wir haben ja auch den Wolf und so weiter. Und was wird gemacht? Es wird die Vergrämung der Haselmaus wird jetzt vorangetrieben. Der Rotmilan ist angeblich gar nicht mehr so schützenswert und der Schwarzstorch, der nistet ja ganz woanders. Also nein, er ist hier. Hier vor Ort, genau in diesem Gebiet, sind alle diese Tiere zu finden. Außerdem störe sie, dass für die neuen Anlagen extra Wald gerodet werden muss. Von etwa 30 Hektar ist die Rede. Ralf Paschold ist ganz anderer Meinung. Er will die Windkraftanlagen so schnell wie möglich bauen. Die Räder würden überwiegend auf Kahlschlägen errichtet, die es durch den Borkenkäfer ohnehin schon gäbe. Um das ins Verhältnis zu setzen zu unserem Windkraftprojekt, wir brauchen dauerhaft etwas über 14 Hektar. 0,07% der Fläche des Reinhardswaldes, um hier erneuerbare Energien nachhaltig zu ernten. Durch die Höhenlage des Waldes sei die Windausbeute fast so gut wie an der Nordsee, der Standort deshalb so attraktiv. Genehmigt hat die Anlagen das Kasseler Regierungspräsidium. Die Gesetzeslage habe keine andere Möglichkeit zugelassen. Wir können damit wirklich eine große Menge an erneuerbaren Energien erzeugen. Wir werden die Klimawende, beziehungsweise den Klimaschutz und die Energiewende nur dann schaffen, wenn wir auch möglichst viele Erzeugungsanlagen haben. Ich weiß, dass das schwierig ist, dass das für Bürgerinnen und Bürger vor Ort auch ein Ärgernis sein kann. Aber wir brauchen sie, wenn wir aus den fossilen Energien aussteigen wollen, CO2 verringern wollen, dann müssen wir diesen Weg gehen. Doch das sehen Ferienwohnungsbesitzerin Elke Schulten und viele weitere Anwohner im Reinhardswald anders. Wir haben schon Klagen vorbereitet, das machen wir schon seit Jahren. Unser Anwalt ist sehr gut informiert. Wir haben etliche Institutionen, die für uns klagen werden, klageberechtigt sind. Ich glaube, da sind wir top vorbereitet. Ob diese Klagen den Bau wirklich verzögern können, bleibt vorerst offen. Elke Schulten und ihre Mitstreiter hoffen, dass das von Anfang an umstrittene Projekt doch noch gestoppt werden kann. Die Zahl der Sexualstraftaten in Hessen ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Jetzt mehr dazu in den Nachrichten mit Marcel. Verglichen mit dem Vorjahr um mehr als 30% auf 7.333 Fälle. Aus dem Innenministerium heißt es dazu, dass immer häufiger strafbare Bilder und Videos über WhatsApp und Co. verschickt werden, meistens ohne böse Absicht. Eine Auswertung zeige signifikant mehr Jugendliche unter den Tatverdächtigen. Innenminister Beuth hat bessere Aufklärung und Hilfe für Jugendliche und Eltern angekündigt. Das ist eine gute Nachricht für die Fußballfans. Die Landesregierungen haben sich darauf geeinigt, dass wieder im Stadion gejubelt werden darf. Im Freien darf die Hälfte der Plätze besetzt werden, maximal mit 10.000 Besuchern. So viele Fans dürfen dann also wieder ins Stadion zur Eintracht, zu Darmstadt 98. Ins Stadion am Böllenfalltor dürfen demnach knapp 9.000 Zuschauer kommen. Das hat vor wenigen Minuten auch Ministerpräsident Volker Bouffier im Landtag in Wiesbaden bestätigt. Ja, und es wird noch weitere Lockerungen der Corona-Regeln geben, besonders für den Einzelhandel. Wir sind der Auffassung, dass es keinen Sinn macht, diese Situation aufrechtzuerhalten. Es ist einfach nicht logisch und auch im Ergebnis nicht überzeugend, diese Unterteilung zwischen Grundbedarf und übrigem Einzelhandel in der Pandemie fortzusetzen. Und das bedeutet dann im Ergebnis, dass wir die Absicht haben, die 2G-Regeln im Einzelhandel komplett zu streichen, und zwar für den gesamten Einzelhandel. Der Ministerpräsident gerade eben vor wenigen Minuten im Landtag in Wiesbaden.
Ja, dann schauen wir gleich, wenn wir beim Thema sind, auf die Corona-Zahlen. Und gestern sind dem Robert-Koch-Institut hier in Hessen 18.936 neue Corona-Infizierte gemeldet worden. Die hessenweite 7-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 1.533. Damit hat das RKI in den vergangenen 7 Tagen 96.475 Neuinfizierte mit dem Coronavirus in Hessen registriert. Das sind 21.332 mehr als in den 7 Tagen davor. Und immer noch gibt es Datenprobleme. Die Zahlen könnten also weiterhin höher sein. Und so wie es im vergangenen Jahr aufgehört hat, so geht es gerade weiter. Schon wieder ist in Hessen ein Geldautomat in die Luft gesprengt worden. Diesmal in Bebra im Landkreis Hersfeld-Rotenburg. Da hat es in der Nacht einen lauten Knall gegeben. Vom Geldautomaten ist nicht mehr viel übrig. Schnell hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermitteln können. Aber der ist mit zwischenzeitlich 250 Sachen über viele Autobahnen geflüchtet. Auch die 3 eingesetzten Hubschrauber haben nichts gebracht, sodass es der Tatverdächtige über die Grenze in die Niederlande geschafft hat. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie soll die Impfung helfen. Eine Impfpflicht für alle, die gibt's ja noch nicht. Aber Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, sollen ab Mitte März dazu verpflichtet werden. Wer sich bis dahin nicht impfen lässt, darf nicht mehr arbeiten. Das macht schon jetzt vielen Kliniken und Heimen große Sorgen. Denn dann würden vor allem Pflegekräfte fehlen, die jetzt schon am Limit sind. Die Covid-Station in der Kreisklinik Groß-Umstadt. Stationsleiter Sven Wiegand hat mit seinem Pflegeteam alle Hände voll zu tun. 18 Patienten liegen hier mit Corona, fast täglich werden es mehr. Sorgen macht ihm die Impfpflicht für alle Klinikmitarbeiter ab Mitte März, dann könnte es personell noch enger werden. Die Stimmung ist schon sehr angespannt, weil wir auch aktuell 3 Kollegen haben, die sich nicht impfen lassen möchten, aus gesundheitlichen Gründen auch. Und das wird von dem Kollegenteam auch akzeptiert, aber es schafft natürlich auch sehr viel Unruhe. Die Impfbilanz hier, 95% Geimpfte. Ein guter Schnitt, aber es bleiben 60 Mitarbeiter an 2 Standorten, die bald ausfallen könnten. Darunter auch einige Intensivpflegekräfte und OP-Mitarbeiter, die dringend gebraucht werden. Die Impfpflicht könne zu Teilschließungen führen, sagt die Chefin. Schon jetzt ließen sich die Dienstpläne nur mit Mühe füllen. Das finden wir ganz, ganz schwer, weil das ein Damoklesschwert sein wird, was dann über uns schwebt und von dem wir ja nie wissen, wann greift es, wann bekommt der Mitarbeiter den Bescheid. Das heißt, wir müssen dann über eine lange Zeit gegebenenfalls Mitarbeiter nicht im Standby planen, sondern so, dass sie jederzeit ausfallen können. An einigen Kliniken in Hessen haben einzelne Ungeimpfte bereits gekündigt oder mit Kündigung gedroht. An den Kreiskliniken ist das nicht der Fall. Das Führungsteam bietet immer wieder Beratungsgespräche an. Wir respektieren sehr die einzelne Entscheidung des Mitarbeiters, ob er sich impfen lässt oder nicht. Aber uns ist wichtig, dass sie informiert sind, ja, dass es keine Unklarheiten oder Missverständnisse gibt und dass wir im Einzelgespräch noch mal schauen, dass der Mitarbeiter genau weiß, was wird da ab dem 16. März passieren. Ab dann gilt die Impfpflicht für alle Mitarbeiter in Kliniken, Pflegeheimen und ambulanten Pflegediensten. Die Arbeitgeber müssen ihre Ungeimpften dann bei den Gesundheitsämtern melden. Die prüfen jeden Einzelfall und können ein Betretungsverbot aussprechen. Die Folgen: Lohnstopps bis hin zu Kündigungen für die Ungeimpften. Berufsverbände kritisieren, dass viele Gesundheitsämter schon jetzt überlastet seien und kaum zügig entscheiden könnten. Und das hat dann zur Folge, dass es wahrscheinlich bundesweit eine unterschiedliche Handhabung gibt. Also in der einen Region, in dem die Gesundheitsämter nachkommen, wird es frühzeitig Betretungsverbote geben, in anderen unter Umständen nicht. Und die Mitarbeiter gehen weiterhin zur Arbeit. Frankfurt-Bornheim. Im Pflegeheim Haus Saalburg arbeiten 76 Pflegekräfte. Die Impfquote liegt bei 92%. Auch hier führt das Leitungsteam Gespräche mit den Ungeimpften. Ein paar konnten sie überzeugen. Doch mehr Sorgen als bei der Pflege gibt es bei den externen Servicekräften. Küchen- und Reinigungspersonal, das ab Mitte März entweder geimpft sein muss oder das Haus nicht mehr betreten darf. So ein Haus braucht Reinigung. Ohne Küche können wir keine Speisenversorgung bieten. Das heißt, wir sind auch von den Handwerkern abhängig, die bei uns im Haus entsprechende Reparaturen durchführen.
wenn die nur noch geimpfte Mitarbeiter schicken können, haben wir in dem Gesundheitswesen nicht mehr die Priorität. Noch 6 Wochen bis zur Impfpflicht für Kliniken und Pflegeheime. Nicht nur hier in Großumstadt hoffen sie, dass sich einige Pflegekräfte noch impfen lassen. Denn jeder Einzelne werde gebraucht. Im Landtag wurde heute über den Haushalt diskutiert. Das hatten wir schon am Anfang unserer Sendung. Es ging aber auch um einen Richter am Gießener Verwaltungsgericht. Die SPD will, dass er abgesetzt wird, weil sie daran zweifelt, dass er unabhängig von seiner eigenen politischen Überzeugung urteilt. Es geht um Urteile, die er gefällt hatte, rund um einen Wahlspruch der NPD. Doch einen Richter aus dem Amt zu werfen oder werfen zu lassen, ist gar nicht so einfach. Direkt vor dem Rathaus hingen damals die Plakate der NPD. Die Bürgermeisterin von Randstadt hat eins aufgehoben, zeigt, wo sie aufgehängt waren. 2019 war das. Der Titel »Migration tötet« ärgerte sie so sehr, dass sie die Plakate abhängen ließ. Für sie war das eindeutig Volksverhetzung. Ja, ich musste jeden Tag drauf gucken auf eine Botschaft, die nicht in unsere Gemeinde gehört. Der Schutz meiner Bürgerinnen und Bürger steht bei mir an erster Stelle. Und mir war auch wichtig, dass solche Botschaften eben nicht auf Plakaten einfach so mal abgedruckt werden dürfen. Die NPD klagte gegen das Abhängen. Ein Verwaltungsrichter in Gießen gab ihr Recht, wegen eines Formfehlers. Doch Richter Andreas H. fiel mit einem langen Urteil auf, in dem er Einwanderung als Gefahr für die deutsche Kultur beschrieb. Dass Migration töte, ergänzte er, sei eine Tatsache. Ein solcher Richter könne nicht im Amt bleiben, meinen SPD und Linke. Er sei öfter aufgefallen. Sie wollen erstmals in der deutschen Geschichte eine Richteranklage in Gang setzen. Die SPD wirft der Landesregierung vor, zu lange untätig geblieben zu sein in diesem Fall. Mit diesem Antrag wollen wir über die Justizministerin und den Richterwahlausschuss an das Bundesverfassungsgericht stellen, welches entscheiden soll, ob ein Richter noch verfassungstreu sich verhält und ob man nicht die notwendigen Konsequenzen ziehen muss. Über eine Absetzung oder Versetzung des Verwaltungsrichters kann am Ende nur das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entscheiden. Der renommierte Rechtswissenschaftler Jörg-Philipp Terhechte sagt, er habe ein beklemmendes Gefühl gehabt beim Lesen eines Urteilstextes von Andreas H. Dennoch sei die Richteranklage für Juristen ein sehr schwieriges Unterfangen. Bei einem einmaligen Urteil habe ich da noch gewisse Zweifel, dass das tatsächlich ausreicht. Natürlich sät das Urteil Zweifel an der Verfassungstreue eines solchen Richters. Aber man muss sehen, dass das Grundgesetz zu Recht vor dem Hintergrund der richterlichen Unabhängigkeit hohe Hürden für ein solches Verfahren setzt. Richter Andreas H. und der Präsident des Verwaltungsgerichts in Gießen wollten sich nicht vor der Kamera äußern. Dafür verwies die Justizministerin heute auf neue Entwicklungen. So wurde mir berichtet, dass der zur Dienstaufsicht berufene Präsident des Verwaltungsgerichts Gießen Maßnahmen der Dienstaufsicht ergriffen hat. Darüber hinaus bin ich als Justizministerin zwar die oberste Dienstvorgesetzte der Richterinnen und Richter in Hessen, dies umfasst aber nicht die Befugnis, die richterliche Tätigkeit inhaltlich zu kontrollieren. Die Grünen als Regierungsfraktion schlagen nun eine Expertenrunde vor. Das Thema wird den Landtag also noch länger beschäftigen. Heute Nachmittag gab es rund um den Frankfurter Industriepark Höchst Sirenenalarm. Nochmal Nachrichten mit Marcel. Ja, in Schwanheim zum Beispiel, auch in Kelsterbach, weil im Industriepark Schwefel ausgetreten ist. Die Feuerwehr hat die Ausbreitung gestoppt und nachgemessen. Und nachdem die Messwerte unter der Nachweisgrenze lagen, wurde der Alarm schon am Nachmittag wieder aufgehoben. Frankfurt bekommt ein neues Hochhaus. Wir zeigen Ihnen mal, wie es aussehen soll. Der Sparda Bank Tower mit 34 Stockwerken. Heute Nachmittag war Spatenstich im Europaviertel für das knapp 124 Meter hohe Gebäude. 2025 soll hier an der Emser Brücke, also in der Nähe der Messe, alles fertig sein. In dem neuen Hochhaus sollen dann neben der Bank unter anderem auch ein Hotel und Büros der Messe Frankfurt unterkommen. Losgebaut werden soll noch in diesem Jahr.
Das ist die wahrscheinlich ungewöhnlichste Impfaktion des Jahres im Vereinsheim der Flörengessner Brunnenzeche in Fulda. Da wird noch bis 20 Uhr heute Abend beim sogenannten närrischen Stammtisch geimpft. Weil der Rosenmontagsumzug und eben das närrische Treiben auch dieses Jahr ausfällt, hat der Verein diese Impfaktion heute organisiert, zu der man gerne auch verkleidet kommen darf. Und das waren die Nachrichten. Jetzt steigt dieser Duft von der leckeren Pizza in unsere Nasen. Hülya. Ja, so ungefähr. Dankeschön, Marcel. Ja, im Lockdown, da haben ja viele gerne und oft Essen beim Lieferdienst bestellt. Vor allem Pizza ist da so ein Klassiker. Und wenn die Pizza leer ist, entsteht ein riesiger Müllberg. Die Kartons, die landen in der Tonne. Ein Kasseler Start-up will das ändern und setzt auf eine nachhaltigere Alternative. Frisch aus dem Ofen, rein in den Karton. Doch statt Pappe testet Katrin Aschraf seit kurzem diese Mehrwegschale aus Kunststoff. Die Idee? Statt in den Müll soll die Verpackung wieder zurück zur Pizzeria kommen. Nachhaltigkeit ist die Überschrift, ne? Wir haben uns Gedanken gemacht. Unser Geschäft gibt es schon seit über 30 Jahren. Und wir wollen natürlich immer an vorderster Front mit sein. Drei Kasseler hatten die Idee zu den Boxen im Lockdown Ende 2020 als Antwort auf die wachsenden Müllberge, gerade in der Lieferbranche. Nach mehreren Testläufen stand das Material fest, der Kunststoff EPP. Rund 100 Mal können die Boxen verwendet werden. Man kennt das Material aus den Thermoboxen, mit denen Essen auch ausgeliefert wird. Das ist das gleiche Material. Und das Besondere ist, dass das wieder recycelbar ist. Also wir recyceln die Boxen hinterher auch selber. Die Herausforderung? Ein System finden, das möglichst einfach ist. Für 29 Cent pro Box pro Bestellung können die Gastronomen die Behälter vom Start-up leihen. In einer App ist jede Box registriert. Dadurch wissen die Erfinder immer, wo die Boxen gerade sind. So soll der Gastronom möglichst wenig Arbeit haben. Es ist insofern einfach, dass die Gastronomen kein Pfandhandling haben. Die haben auch eine App und scannen damit die Boxen und dadurch müssen sie in ihrer Kasse nichts unterschiedlich verbuchen oder so und können das eigentlich in ihr Alltagsgeschäft ganz gut einbinden. Wenn Kunden die Behälter zurückgeben, kommen die dann einfach in die Spülmaschine. Seit einem Monat testet die Pizzeria die Boxen. Es funktioniert sehr, sehr gut. Die Prozesse sind sehr einfach. Also wir können uns über nichts beschweren. Die Gastronomen müssen auch umdenken, denn 2023 werden Mehrwegbehälter für viele zur Pflicht. Doch einige Unternehmer seien noch verhalten, weiß Oliver Kastis von der DEHOGA Nord- und Osthessen. Es geht im Grunde dadurch, dass es so eine Vielzahl von Systemanbietern auf dem Markt gibt, um die Einheitlichkeit. Also das heißt, ein einheitliches System, das kann man in einer Stadt natürlich relativ gut umsetzen, aber im ländlichen Raum wird es schon schwierig. Das heißt, die Rückgabemöglichkeit der Verpackung oder der Schüssel, der Pizzaschale ist halt nicht überall gewährleistet. Auch, dass der Kunde Pfand zahle, sei oft ein Problem und schrecke ab. Das ist beim neuen Kasseler Pizzakarton anders. Für den Kunden ist der Dienst kostenlos. Er muss sich lediglich per App registrieren, damit klar ist, wo der Behälter ist. Spätestens nach 14 Tagen muss er ihn bei einem der Restaurants, die mitmachen, zurückbringen. Tut er das nicht, kostet es 10 Euro. Gerade während der Pandemiezeit hat man ja doch irgendwie häufiger was bestellt oder zum Mitnehmen gekauft. Von daher ist es ein relativ einfacher Weg, einfach um Müll zu sparen. Etwas mehr als 100 Kunden machen bereits mit. Um noch mehr Menschen und Restaurants für das System zu begeistern, soll es bald noch weitere Boxen geben. Ja, eine gute Sache. Andere Teenager in seinem Alter fangen vielleicht eher an, Gitarre oder Schlagzeug zu spielen. Finn Krug aus Modau bei Darmstadt hat sich an etwas Größeres gewagt. Er spielt Orgel. Und mit seinen 19 Jahren hat er es schon weit gebracht, begleitet Gottesdienste, spielt Konzerte und hat sogar schon ein Stipendium abgesahnt. Doch wie kommt ein junger Mensch heute zur Kirchenmusik? Wir haben Finn getroffen und uns erstmal von seinem Talent überzeugen lassen. Der Fluch der Karibik in der Orgelversion. An den Tasten und Pedalen Finn Krug, 19 Jahre jung, Musiktalent. Das haben ihm doch bestimmt die Eltern in die Wiege gelegt.
Nein, meine Eltern sind, wie sage ich immer, die unmusikalischsten Menschen, die ich kenne. Meine Mutter ist Metzgerin, mein Vater Automechaniker. Und ich bin völlig aus der Reihe getanzt und habe gesagt, ich mache Musik. Und habe erst Klavier gespielt und habe danach angefangen, im Konfirmandenalter Orgel zu spielen. Ich war schon immer irgendwie fasziniert von der Klangfülle, von der Breite, alles, was es gibt. Und dann fragte der Pfarrer, willst du nicht mal spielen? Und dann habe ich gesagt, ja, spiele ich halt. Und dann war das irgendwie drum geschehen. Und nun spielt er, nicht nur in der Darmstädter Pauluskirche. Finn begleitet Gottesdienste, spielt Konzerte und gibt Orgelunterricht. 2020 gab es im Rahmen des Darmstädter Musikpreises sogar ein Stipendium. Der Lohn für die vielen Stunden an der Orgel. Wie schwer das ist? Das ist einfach. Also am Anfang nicht. Man kriegt das überhaupt nicht auseinander im Kopf. Ja, also aus irgendeinem Grund wollten meine Beine immer das spielen, was meine linke Hand gespielt hat. Ja, das hat ewig gedauert oder was auch gar nicht ging vom Blattspielen. Weil man hat drei Notenzeilen auf einmal, also rechts, links, Füße. Das ging auch nicht. Ich konnte das überhaupt nicht trennen. Also erstmal muss man diesen Durchbruch schaffen. Den hat er mit jetzt 19 Jahren definitiv geschafft. Bald geht's zum Studium der Kirchenmusik nach Heidelberg. Nicht gerade ein gewöhnliches Studienfach, aber Vorurteilen begegnet Finn gelassen. Man sagt irgendwie im Fremden, ich studiere Kirchenmusik. Und dann ist die erste Frage, ja, bist du gläubig? Bist du stark gläubig? Warum muss ich das denn sein? Ja, ich glaube an Gott, aber ich muss jetzt ja nicht der sein, der jeden Sonntag in die Kirche rennt und da betet. Sondern wenn ich mal einen Sonntag frei habe, bin ich auch mal ganz froh, wenn ich samstags was machen kann und sonntags einfach ausschlafen kann. Hier in Modau, südlich von Darmstadt, lebt Finn heute. Hier hat alles angefangen. Hier übt er immer noch an einer ganz besonderen Orgel. Ein ganzes Stück kleiner und sehr viel älter. Teile dieser Orgel stammen aus dem 17. Jahrhundert. Finn hat hier schon diverse Konzerte gespielt und damit Geld gesammelt für die Restaurierung. Den Klang, den wir heute hier hören, haben auch schon Menschen vor 300 Jahren gehört. Und die Orgel ist einfach auch durch ihr Alter etwas vom Wurm zerfressen oder Metallpfeifen sind abgeknickt. Manche Pfeifen sprechen nicht mehr richtig an. Alles klappert mal, die Mechanik ist ausgeleiert, die Windladen sind undicht. Also es gibt genug zu tun bei der Restaurierung. Aber spielbar ist sie allemal. Auch wenn vielleicht der Fluch der Karibik in der großen Kirche noch beeindruckender klingt. Ja, und mit den Klängen schließen wir die Sendung für heute. Das war's von uns. Nach der Tagesschau meldet sich Claudia Schick mit Max, das Marktmagazin. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und sage Tschüss bis morgen.